Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Ich müsste nochmal nachrechnen, weil. Warte mal, wenn ich jetzt heute eine Folge. Video kommt wahrscheinlich am Freitag, also. Nee, warte. Sonntag. Dr. Zira, Ach, keine Ahnung. es tut mir so leid. Wir waren davon begeistert, den Virus studieren zu können. Die großzügige Bezahlung des GRE war natürlich auch nicht übel. Übrigens läuft die Einrichtung mit Notstrom. Nur die wichtigsten Systeme sind aktiv. Für mein letztes Experiment benötigte ich sehr viel Energie, was zur Überhitzung der Generatoren. Stört Sie nicht, dass ich so vor mich hinquassle. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die Chance hatte, mich mit einer Person direkt unterhalten zu können. Kann nur manuell geöffnet werden. Der Schalter ist sehr wahrscheinlich in der Sicherheitszentrale zu finden. Unterwegs. Gut, jetzt den Hauptflur hinunter. Das Labor befindet sich links. Zira und ich blieben daran, um den Heilmittel zu finden. Und wer war ursprünglich zu unserem Kurs abgestellt? Kadir Suleiman, Rais höchstpersönlich. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Also, Sie müssen durch die Dekontaminierungskammer, um zum Labor zu gelangen. Der Eingang ist auf der rechten Seite. Nach dem Tod von Rais Bruder ging alles den Bach runter. Rais verwandelte sich von einem brutalen Kerl zu einem ausgewachsenen Psychopathen. Sie müssen den Dekontaminierungsprozess durchführen, um die Türen zu entriegeln. Ja, das erfordert maximale Energiezufuhr und dafür brauchen wir die Generatoren. Begeben Sie sich zu den Büros. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen von mir. Okay, ich kümmere mich. Zira und ich wurden von einem GRE-Agenten in Sicherheit gebracht. Er war Ihnen sehr ähnlich. Der Agent, der uns geholfen hatte, sollte gemeinsam mit uns evakuiert werden. Und das hat letzten Endes nicht geklappt. Und Zira und ich saßen hier fest. Seien Sie von hier an besonders vorsichtig. Dieser Teil der Einrichtung wird wahrscheinlich nur sofort infiziert. Der
wurde von den beiden getrennt, kommt er es aber bis hier in die Klinik schaffen. Achtung, ich öffne die Tür. Zero und der Agent schlossen sich Bracken an, was ich auch getan hätte, aber ich hätte es nie zu ihnen geschafft. Es tut mir leid, aber der einzige Weg in den Generatorenraum führt durch die Lüftungsschächte. Die Schächte führen zum Vorratsraum. Von dort können Sie den Flur und dann die Generatoren erreichen. Auf Splinter Cell, Alter. Glaub, ich bin wild. Großkotz. Das Spiel noch hier zur Schule? Wo du die Boden nicht berühren darfst? Genau so ist das hier. Beträgt gerade Metal Gear Solid. Na komm, klappt dir das Ding kaputt, jawoll. Großkotz macht. Jetzt auf Haut explodiert doppelt. Jawohl, ja.
Headshot. Oh. Das war kein Headshot, das war auf die Tank. Das war Headshot, oder? Regel Nummer 1 bei der Zombie-Apokalypse. Sei nie sparsam mit deiner Munition. Schieß alles, wenn es sein muss. Und so, ist dir sicher, dass sie tot. Arbeit. So, gehen Sie zurück zur Dekontaminierungskammer. Wissen Sie, selbst wenn die Evakuierung nicht fehlgeschlagen wäre, hätte Zira Haran nicht verlassen. Er und der Agent waren entschlossen, den Überlebenden zu helfen. Schnell hier weg. Machen wir so. Fertig. Ja, da rein. Menno. Thank you.
Drücken Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. So, zwei schlaue Zombies da drin, glaub ich, der mag ich nicht. Und sich fest eine gute Abwehrmechanismus. Gut, jetzt ist der Weg frei. Crane, endlich treffen wir uns. Nun, haben Sie mir die Gewebeproben mitgebracht? Doktor, darf ich Ihnen was zeigen? Nein. Einen Moment. Alles klar, das schalten wir ein. Wird ein bisschen dauern. So, was sagten Sie, wollen Sie von mir? Hey, das ist er. Das ist der GRE-Agent, von dem ich sprach. Wie war gleich sein Name? Amir. Ja, genau. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn an sein Foto? Wir hatten eine gemeinsame Freundin. Die Proben sind noch brauchbar. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück ist Ihr Besuch hier nicht umsonst gewesen. Apropos, wo sind die restlichen Daten? Zira hatte doch zwei Pakete vorbereitet, oder? Darüber reden wir später. Jetzt steht erstmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem GRE an. GRE? Crane, bei denen müssen Sie vorsichtig sein. Ihr Image ist eine einzige riesige Lüge. Das sind skrupellose, verlogene Bastarde. Natürlich, Doktor. Und danke. Ich melde mich. Juhu! Klinik Altstadt. Crane, ich sage es nochmal. Seien Sie bei diesen Kerlen vom GRE extrem vorsichtig. Die werden Sie über den Tisch ziehen, wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen. Weiß ich, Doktor. Ich werde aufpassen. Aber ich muss herausfinden, wie die Dinge liegen. Thank you.
Willst du handeln? Sieht gemütlich aus. Hätten überhaupt solche Checkpoints da ganz weit oben gemacht, ey. Der Typ gehört auch verprügelt. Troy, Camden hat die Proben. Ich werde jetzt mit dem GRE sprechen. Und was wirst du denen sagen? Alles. Bis später, Troy. Hier ist Crane, hören Sie mich? Kyle Crane, ich weiß, du kannst mich hören. Reis, wo bist du? Genau da, wo ich sein sollte, auf der Spitze meines Turms. Er ist noch nicht ganz fertig, aber trotzdem ein Symbol des Chaos. Er steht für Entropie und dafür, was es heißt, sein eigener Herr zu sein. Ich werde dich töten. Für das, was du Jade angetan hast. Für alles. Du Schwein wirst sterben. Ich hätte gehofft, du würdest das so sehen. Wir zwei sind im Krieg. Einem Krieg gegensätzlicher Philosophien. Einem Krieg, um herauszufinden, wessen Weltsicht sich bewahrheitet. Komm, Crane. Fordere mich heraus. Wie heißt es so schön? Du traust dich ja doch nicht. Weißt du was? Vergiss es.
Es gibt keinen Krieg. Nur deine kranken Ansichten. Fahr zur Hölle. Oh, nein. Das werde ich nicht tun. Ich werde Haran verlassen. Du musst wissen, ich habe dein Kommunikationsgerät dazu benutzt, eine Abmachung mit dem GRE zu treffen. Sie wissen, dass ich Seras Daten habe. Den Schlüssel zum Königreich nannten sie das. Ein Helikopter wird mich in Kürze hier herausholen. Stell dir nur vor, welchen Schaden ich jenseits dieser Mauern anrichten kann. Du willst mich doch nicht aufhalten. Du kranker Hurensohn! Das ist es, was ich hören wollte. Komm und finde mich, Crane. Lass es uns zu Ende bringen. Ich versuch's mal. Das ist schon ganz schön wenig. Да, что этот? Вот, ну. Никак. Das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, favorisiert es, teilt es den Freunden, den Nachbarn, der Welt und weiß ich wo, wer was noch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Dein Light und tschüssi.